Krankenkassenprämien steigen und steigen. Auch im Jahr 2019 werden die wieder um rund 3% aufschlagen. Die Schmerzgrenze ist beim Volk langsam aber sicher erreicht. Trotzdem wehrt sich das Volk nicht und nimmt das einfach so hin. Karl Müller, Sie sind ein Querdenker, gerade im Gesundheitsbereich. Wieso ist das so? Wieso wehrt sich das Volk nicht? Also, wenn man am Stammtisch hört, dann wehren sie sich schon. Aber sie machen die Pfust im Sack und sie sind verloren. Die Götter in Weiss haben halt leider immer noch ein vieles höchstes Ansehen. Die sagen, du musst oder sie müssen. Sie müssen. Wenn man Arthrose hört zum Beispiel, dann hat man das Gefühl, ja, das ist ein Angstthema, ein Angstwort. Und wenn der Doktor etwas sagt, dann müssen wir halt eine Operation machen. Und allein 25% machen die sinnlose oder viel, viel sinnlose Fuß-, Knie-, Hüft-, Rückenoperationen aus. Und ja, der Bürger hat halt nicht die grössere Sichtweise und macht einfach die Pfust im Sack. Kann er sich denn da dagegen überhaupt wehren? Ich glaube, eine Revolution muss passieren im Gesundheitswesen und eine Revolution kommt immer von unten. Stille, unbewusste Revolution ist ja die, dass glaub 100 oder 150'000 Prämienzahler ihre Prämien nicht mehr zahlen können. Irgendwann ist dann da genug und dann gibt es irgendwann vielleicht einmal solche, die sie bewusst nicht mehr zahlen. Wir haben es gesagt, eben, die Schmerzgrenze ist langsam aber sicher überschritten. Andere können Krankenkassenprämien schon gerne nicht mehr zahlen. Aber im Rest, im Großteil, scheint ja Gesundheit wirklich da wert zu sein, wo die Prämien noch zahlen. Ja, ob es wert ist oder nicht, ist ja nicht der Grund, dass sie zahlen. Sondern sie sind einfach pflichtbewusst. Der Schweizer zahlt die Rechnungen. Ich glaube, es wären schon Lösungen in Sicht. Wenn man einfach was für Lösungen denn? Ja, wenn man einmal erstens nicht mehr einem Arzt nicht mehr alles glaubt, was er sagt. Wenn man eine Zweitmeinung einholt. Ich bin natürlich spezialisiert. Aber der Arzt ist ja schon eine Fachperson, die ich eigentlich Glauben schenken tue. In der habe ich Vertrauen. Ich habe gar kein Vertrauen in viele Ärzte, die operieren. Vor allem, ich muss schon noch sagen, dass ich nicht grundsätzlich gegen Operationen bin. Ich wäre gestorben vor 2 Jahren, wenn wir das Know-how vom Blinddarm, von der Blinddarmoperation nicht hätten. Ich bin nicht grundsätzlich gegen Operationen. Aber wir machen einfach die viel zu viele, ich weiss nicht wie viel, 80, 90, 95% von diesen überflüssigen Knie-, Hüft-, Rückenoperationen, die jährlich irgendwie 10-20% noch zunehmen, die machen mich total verrückt. Die verschlucken 25% der Krankenkassenprämien. Und da ist man einfach dem Arzt hörig. Der Arzt sagt Arthrose und dann hat man Angst vor dem Wort Arthrose und dann macht man einfach das, was der Arzt sagt. Wieso? Das ist ein riesen Business, da finde ich eine verdammte Schweinerei. Wieso wird denn so viel operiert, wenn Sie sagen, es wäre gerne nicht? Ja, das ist eine reine Geldmacherei. Und das funktioniert natürlich perfekt zusammen. Aber da müsste sich ja die Kassen auch wehren. Krankenkassen. Ja, da bin ich nicht so sicher. Krankenkassen haben Interesse an einem höheren Umsatz. Also ich stelle das nicht fest. Wir gehen mit unserem Konzept, das wir haben, an die Krankenkassen und sind relativ erfolglos. Ihr Konzept, das wir vielleicht noch kurz einschieben, sind Schuhe mit der Luftküssi-Sohle. Was bewirkt denn die? Kann man mit der Luftküssi-Sohle Operationen verhindern? Unsere Luftküssi-Sohle ist eigentlich das Gegenteil von einer Einlage. Und Einlagen werden zahlt zu Hunderttausenden werden stützende Einlagensohlen zahlt. Die nützen nichts. Die werden von der Krankenkasse. Es gibt keine Studie, die beweist, dass Einlagen helfen. Wir machen genau das Gegenteil. Wir tun die Füße mobilisieren, wir tun den Fuß wieder in Bewegung bringen, damit die Hüfte und der Rücken entlastet werden. Und Hunderttausende von Kunden beweisen uns und ermutigen uns natürlich auch, dass das funktioniert. Wenn das Fällen funktioniert, wieso zahlen denn die Krankenkassen nicht? Ja, man hat nicht unbedingt Interesse an einem gesunden Kunden. Stellen Sie sich vor, man hat alle Patienten sind gesund. Dann geht das alles kaputt. Ich glaube, dass einfach im Hintergrund alles, was orthopädische Operationen angeht, ein riesen Business, eine riesen Mafia, sage ich jetzt bewusst, dahinter steckt, der Interesse hat, zu operieren. Kreuzbandriss zum Beispiel operieren, das schädigt den Körper, das ist nur
der Anfang von einer Kette von neuen Operationen, die gefolgt sind von der ersten Operation. Das sage ich öffentlich jetzt hier. Und da kann jeder Arzt ist eingeladen, mit mir zu diskutieren. Ich finde das eine totale Schweinerei, die viel zu viele orthopädische Operationen, die 25% von der Krankenkassenprämie schlucken. Sie sagen, eben mit Ihrem Schuh, mit dieser Luftküsse, so, könnte man einen Haufen umgehen. Eine Möglichkeit wäre eben, dass Krankenkassen, es gibt ja Krankenkassen, die bereits einen Beitrag dran zahlen oder die Kosten von dem Schuh übernehmen. Aber das verursacht ja auch wieder Kosten. Und da steigen doch Prämien erneut. Ein Schuh kostet vielleicht 300 Franken, so eine Operation kostet vielleicht 10'000 Franken. Das ist 3% davon. Ich sage auch nicht, unsere Schuhe können alles. Aber wir sind ganz sicher ein Teil da. Sonst würden wir nicht in der Schweiz können, eine Schuhindustrie aufbauen, funktionierend, die weltweit von Mund zu Mund sich vergrößert, wenn das nicht funktionieren würde. Es funktioniert, es ist nicht alles. Es braucht noch andere Sachen. Wir offerieren ja auch Selbsttherapiekurse. Das Fasziendenken, das ganzheitliche Denken vom Bewegungsapparat spielt eine Rolle. Aber einfach Operationen machen, einfach ins Knie hineinschneiden, in die Hüfte hineinschneiden, in den Rücken hineinschneiden, das zerstört das Fasziensystem. Und das führt dazu, dass weitere Operationen vorprogrammiert sind. Und da haben viele einfach leider Interesse, weil es einfach ein Millionen- und ein Milliarden-Business ist. Was raten Sie denn einem Patienten, der allenfalls irgendwelche Beschwerden hat und Operationen bevorsteht? Was kann der noch machen? Er soll mindestens einmal eine Zweitmeinung fragen bei einem guten Physiotherapeut, bei einem faszienorientierten Physiotherapeut. Er kann bei uns einmal ausprobieren, ob es funktioniert. Das ist kostenlos. Man kann sogar einen Kibun-Schuh für 25 Franken zwei Wochen lang mieten und ausprobieren, ob es funktioniert. Bei einer Operation geht das nicht. Der Arzt sagt, Sie haben Arthrose, Sie müssen operieren, dann macht man das. Bei uns kann man es ausprobieren und wenn es nicht funktioniert, dann lässt man es. Dann müssen Sie jetzt im Prinzip auf die Ärzte los und die überzeugen, dass das das einzig Richtige ist. Ja, die Ärzte los. Sicher nicht die meisten Operierenden, weil die haben Interesse. Ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber es ist halt ein riesen Business und da wird viel zu schnell das Messer für euch genommen. Jetzt nochmal zurück auf den Ursprung, Krankenkassenprämie senken. Zum einen haben wir jetzt gehört, könnte man unter Umständen durch weniger Operationen, vielleicht durch Schmerzlinderung, die man erfahren kann, wenn man so Luftküsse-Schuhe trägt. Sehen Sie noch andere Punkte, wie man die Kosten im Gesundheitsbereich senken könnte? Gut, ich bin nicht ein Gesundheitsexperte im weiten Sinn. Ich kenne mich sehr gut aus, was Biomechanik vom Körper anbetrifft. Ich kenne mich aus als Bewegungswissenschaftler, wie die Bewegung funktioniert. Und das ist mein Kernthema. Und ich lasse mich nur raus im Bereich orthopädische Operationen. Wie man die vermindern kann, das ist mein Fachgebiet. Wenn ich jetzt vielleicht selbst vor einer Operation stand, wo kann ich mich informieren? Wo kann ich das vielleicht auch in der Region einmal erleben? Oder wo komme ich Beratung über andere Sichtweise, vielleicht die Sichtweise, die Sie haben? Also man kann sich bei uns hier vor Ort in der Kibun World, wo wir sind, kann man das ausprobieren. Man kann sich einen ganzen Tag beschäftigen mit der Gesundheit und kann das direkt am eigenen Körper erleben, ob es funktioniert oder nicht. Interregional und international kann man sich auf unserer Homepage erkundigen und dort findet man auch unsere Fachleute vor Ort, wo man das kann ausprobieren, einmal zwei Wochen lang für ganz wenig Geld und zu vergewissern, ob man echt eine Operation könnte vermeiden könnte. Also kurz zusammengefasst, man sollte aus Ihrer Sicht einem Arzt in Weiss sozusagen nicht gerade alles auf Anhieb glauben und wenn er empfiehlt, eine Operation zu machen, das zu machen, sondern allenfalls noch eine Zweitmeinung reinzuholen bei einem Physiotherapeut oder einem Faszienspezialist, so einmal schauen, ob man allenfalls Leiden durch andere Massnahmen reduzieren kann. Vielleicht verbunden mit einem Besuch in der Kibun World in St. Wald, wo man sehr viel über den eigenen Körper in der Erlebniswelt erfahren kann und vielleicht auch erleben kann, wie die Sohle auf den eigenen Körper wirkt.